So, 4 von 8 haben wir geliefert. Dann würde ich sagen, zurück zur Werkstatt. So, los geht's. Repariert haben wir. Repariert sind wir. Gut. Dann bitte einmal auftanken. So. 245 Liter. Getankt. Jawohl. So wird es gemacht. Da kommen jetzt wechseln wir aufs Fahrzeug ganz schnell. So. So, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Folgen Spinterjes ich jetzt schon habe. Aber ich glaube, ein paar sind es. Ich glaube, ich war ja bei 53 oder so. Sind wir jetzt schon... Ich glaube, wir sind schon bei 9... Wir müssen jetzt schon so bei um die 60 Folgen haben. Wenn ich mich nicht... Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass das hier die 60. Folge ist. Oder? Ja, es könnte gut sein. Ja. Oh, hier müssen wir ja schon wieder abbiegen. Ich vergaß. Also, von vergessen, nicht von vergasen, ne? Nicht, dass hier wieder... Irgendjemand denkt, ich wäre hier so, ne? So. Gut, dann heißt jetzt erstmal wieder zum Holz fahren. Die größte Spannung entsteht ja immer noch, wenn man das Holz geladen hat. So. So. Und ja. Ich denke, dann sollte man das Holz ja eigentlich schon sehen. Aha, MF, Je suis Adolf, spielt gerade Audio Surf. Keine Ahnung, was das ist, aber. Und nein, er ist kein Nazi, aber er findet es immer, ich sag jetzt mal, er findet es amüsant. Wie viele denken, dass die Deutschen alle Nazis sind, deswegen hat er sich Je suis Adolf noch genannt. Wegen Je suis Charlie halt, ne? Wegen dem Trend. Das war natürlich auch echt krass, was in Frankreich da passiert ist, da können wir jetzt gerade einmal zu kommen. Und das ja, Schlimme ist halt, dass ich dieses Jahr noch nach Paris fahren werde mit meiner Schulklasse, weil ich in der Französischklasse bin. Und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass ich bis dahin die Lage dort noch weiter ja, entschärft hat. Also ein bisschen wieder ja, Sicherheit eingekehrt ist. Ja. Nicht, dass ich noch Opfer eines weiteren Terroranschlags werde. Das wäre ja blöd, ne? Könnt ihr nicht noch hier meine wunderbaren Videos gucken? Ich bin ja echt froh, wenn euch meine Videos gefallen. Das muss ich echt sagen. Ich habe gedacht, ich bin voll kacke. Ist natürlich subjektiv, ob einem ein Video gefällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so langsam... Also vom Niveau her würde ich sagen, bin ich ganz klar besser als RTL. Also ich glaube, das ist jeder YouTuber, das... Nee, obwohl es gibt da so ein paar Spezialkandidaten. Aber ich denke, YouTube zusammen hat insgesamt höheres Niveau als RTL. Das ist aber, wie schon gesagt, auch keine große Kunst. Und qualitativ... Boah, wenn, ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie... Wie schlecht manche Leute... Ja, siehste, boah. Ich wollte gerade sagen, wie schlecht manche Leute sprechen dort und, ja, wie assig die sind und wie die überhaupt nicht schauspielern können, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind meine Videos wahrscheinlich qualitativ hochwertiger als die von RTL. Und das ist echt ein bisschen traurig, denn immerhin bin ich kein eigener Fernsehsender. Und mir stehen nicht so ein paar Millionen zu... Budget zur Verfügung. Wenn nicht sogar ein paar Milliarden.
weiß ja nicht, wie viel. Boah, wie viel Geld hat ein RTL? Ich weiß es nicht. Naja. Ich finde es aber echt erstaunenswert, dass mittlerweile keine neue Dokumentation rauskam über Amokläufer und Videospiele. Nachdem das in Frankreich passiert ist. Finde ich echt erstaunlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit geht's eigentlich echt. So. Ja, wir sind jetzt auch schon fast wieder da. Das ist wunderbar. So. So, gut. Dann müssen wir hier jetzt noch gerade mal schnell drehen. Na, komm schon. Komm schon. So. Was das Ding hier für einen Wendekreis hat, ne? Ist der Wahnsinn. Na gut, dann noch mit dem Anhänger hinten dran. Das trägt nicht gerade dazu bei, dass, ja, weniger Wendekreis da ist, zustande kommt. So. Reicht das schon? Nee, ne? Oh doch. Nein, jetzt reicht's nicht mehr. Gut. So. Jawohl. Ladung 4 Punkte. Juhu! Und mal wieder heißt es Holz fahren. Yay! Hatten wir ja so selten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, andere Transportmethoden, wie schon gesagt, ne, wären echt bei diesem Spiel angebracht gewesen. Nicht die ganze Zeit nur behindertes, bescheuertes Holz. So, welchen Weg bin ich denn jetzt gegangen, ne? Das ist jetzt die große... ich hab gedacht, ich mach jetzt den direkten Abgang. Das war auch gar nicht mal so unknapp. So. So, Moment, wir sind hier lang gefahren, ne? Von hier aus dann dahin. Ich würde sagen, das machen wir auch genau so nochmal. Genauso wie es halt geklappt hat, ne? Weil dann kann man ja nicht viel falsch machen. So, schön den Bäumen entlang fahren. Ich meine natürlich die Bäume entlang fahren. Und dann, fahren wir da hinten kurz drauf. Dann hier rüber, hier, wo der Mossack ist, hier rüber dann zur Insel. So. Dann sollten wir ja eigentlich diese Ladung gut dahin bringen können. So, hier ist nochmal gerade ganz kurz ein bisschen Zeugs, ein bisschen viel Wasser gewesen, so wie halt vorhin auch. So, da auch nochmal. So.
So, jetzt sind wir da. Und dann würde ich sagen, wir fahren hier natürlich den Büschen hier entlang. So wie sie das vorhin auch getan haben. Mhm. Boah, ich hab's heute nicht so mit dem Reden, ne? Getan haben. Und so, wenn wir bei dieser Insel sind, dann sollten wir es ja eigentlich schon fast geschafft haben, oder? Also da hinten, da war ja noch eine Strömung, aber die war ja nicht so tief. Deswegen mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken. So. Wo haben wir das jetzt gemacht? Hier und dann... Hier und dann... Hier und dann irgendwo... Moment. Hier, ne? Hier irgendwo bin ich hoch, ne? Ja. So. Ich könnte fast mit euch wetten, dass wir diese Ladung irgendwie aus irgendeinem Grund noch verkacken werden. Aber ich habe es irgendwie so im Gefühl. Ich weiß nicht warum. Das ist kein schönes Gefühl, sage ich euch. So. Hier war die Strömung nicht so tief, ne? Wow. Alles klar. So weit wie möglich nach da fahren. Weil hier war ja der Anhaltspunkt für mich. Ja. So, wir sind dann hier vorbeigefahren und da drüben hin. Ja, perfekt, Leute, perfekt. So. So. Ja, ein Schaden, wow. So. Ja, wir sind hier hochgefahren. So, und jetzt weiß ich schon nicht mehr weiter. Eigentlich müssen wir nur geradeaus fahren, ne? So, warte. Wir hier lang gefahren, hier lang. Dann irgendwie hier so dahin und dann dahin und dann irgendwie hier. Was sind das? Sollen das Bäume sein? Nee, das ist der Berg, oder? Ach, nee, das hier ist der Berg. Das hier ist ein Wald. Ach, keine Ahnung. Einfach hier durch und dann sind wir auf der Hauptstraße und dann hier. Sehen wir dann weiter. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Map echt cool, weil eben am Anfang, weil sie eben am Anfang so schwer war. Das war was Neues. Weil sonst hatten wir am Anfang immer eine Werkstatt, von der aus man operieren konnte. Wenn man da verkackt hat, musste man nochmal neu anfangen. Das fand ich echt sehr cool. So, hier sind übrigens gerade unsere Reifenspuren von der Ladung davor. Das heißt, wir sind fast wirklich den selben Weg gefahren. Genau, hier durch diese Kuhle durch, dann da oben drüber, ja. Das ist doch schön. So. Jetzt sind wir ja schon gleich wieder auf dem Hauptweg. Komm, fahr mal hier hoch, bitte. Schnell. Oh, Alter, ich habe richtig Angst gerade gehabt, dass das Ding umfällt. Da ist gerade so ein bisschen Adrenalin in mir ausgebrochen, muss ich gerade mal sagen. So. Sauber, los geht's. Vollstoff. Oh, haben wir die Map ja schon geknackt. Innerhalb von 2 Stunden.
Oder wie lange nehme ich jetzt auf? 37 Minuten. Okay. Ne. So. Gut. Weit ist es ja, glaube ich, nicht mehr. Nee. Weit ist es nicht mehr. So, da vorne ist schon die Holzabladestelle. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Ich bin so stolz auf mich. So. Da vorne. Ja, sehr schön. Da haben wir es gemacht. Mal wieder. Too easy einfach, ja. Einfach too easy. So. Was ist denn hier gerade für eine Party? 13 Mal gerettet, 15 Kilometer zurück, verdeckte Stellen erkundet, 9 von 9, Werkstätten freigeschaltet, 1 von 1, Fahrzeuge freigeschaltet, 5 von 5, verbrauchter Kraftstoff 1454 Liter, gespielt 2 Stunden 33 Minuten. Ja, ich finde das Resultat ist, ja, ganz okay. Wir haben das Ziel erfüllt. Und ja, ich fand es auch eigentlich eine ganz coole Idee, dass wir hier uns einfach so einen fetten Tankwagen hingestellt haben, um hier einfach immer frisch aufzutanken. So. Zack. Und dann kann man hier einfach tanken. So, Typ D, 242 Liter. Ja. Das war schon eigentlich eine echt coole Idee mit dem Tankwagen. So. Naja. Wie dem auch sei, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war jetzt nicht so lange. Na gut, 40 Minuten immerhin. Aber, naja, auf dieser Map gab es ja nicht so viel zu tun. Man musste ja nicht 5 verschiedene Werkstätten freischalten und sonst was. Deswegen ging es halt doch sehr schnell, obwohl es am Anfang halt echt schwer war. Gut, ja, ich gehe zurück zum Hauptmenü. Und man kann weiterspielen. Jetzt. Okay. Rein theoretisch könnte man jetzt weiterspielen, aber ich denke, das wollen wir nicht, denn was aber ganz cool ist, man kann jetzt warte mal, kann man irgendwie das löschen? Den Speicherpunkt? Nee, anscheinend nicht. Gut. Egal, auf jeden Fall, man kann jetzt halt verschiedene Maps gleichzeitig spielen, da es jetzt für jeden nur einen eigenen Speicherpunkt gibt. Man kann aber nur eine Map... Man kann aber nur eine Map einmal spielen. Also das heißt, man kann nicht zwei Maps... Also zwei gleiche Maps gleichzeitig spielen. Aber man kann verschiedene Maps gleichzeitig spielen. Das heißt, man kann jetzt aber auch rein theoretisch Multiplayer einfach so spielen. Ohne dass man deswegen seinen Spielfortschritt ja irgendwie dadurch hinterlassen muss. Das war ja vorher so beispielsweise. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder bei Landwirtschaftssimulator. Ich überlege es mir noch. Aber es gibt ja nur noch eine Map, die wir zu spielen haben, nämlich Vulkan. Und ich denke, wenn wir dann nochmal so 20, 30 Folgen LS draußen sind, dann kommt nochmal Spin Tires. Wir haben 18 von 55 Folgen gerade mal frei.
Na gut. Egal. Haut rein, bis zum nächsten Mal bei Spin Tires oder bei Landwirtschaftssimulator oder bei irgendeinem anderen Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.